Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei der Bücherwoche der letzten beiden Wochen. Ja, so manchem ist es aufgefallen, dass es letzte Woche keine Bücherwoche gab, dass es auch kein Video gab, dass ich sehr inaktiv bei Instagram und Facebook war. Und ich danke auch allen, die mir egal wo eine Nachricht geschrieben haben und nachgefragt haben. Ich war da wirklich sehr, sehr gerührt, als die ersten E-Mails und Facebook-Nachrichten ankamen, ob denn alles okay ist. Und ich habe versucht, auf alle Nachrichten kurz zu antworten. Aber wem ich irgendwie vergessen haben soll, das tut mir wirklich leid. Es ist leider nicht alles in Ordnung. Es gab letzten Freitag, also vor einer Woche, etwas in meiner Familie, was uns alles so ein bisschen schockiert zurückgelassen hat in der sehr engen Familie. Es geht um eine Krankheit und es hat wirklich gefühlt eine Dreiviertelwoche gebraucht, um diesen ersten Schock irgendwie zu überwinden. Es ist immer noch nicht alles gut, ganz im Gegenteil. Man wartet, man muss geduldig sein und es wird einem aber doch immer sehr positiv erklärt, dass es schon wieder irgendwie wird. Und daran, ich als alter Optimist glaube natürlich daran und glaube auch, wenn man so etwas mit positiven Gedanken gegenübertritt, dass das eben auch irgendwie hilft und nicht nur einem selbst und um das zu verarbeiten, sondern vielleicht auch einfach es eben nicht so gut geht. Und ich möchte gar nicht näher darauf eingehen. Ich wollte das einfach nur kurz am Anfang sagen, weil es wird natürlich in den nächsten Videos auch so sein, dass ich nicht euphorisch umher hüpfe, wie ich es sonst gerne tue. Und es ist ja nicht Geschauspiel oder Sonstiges. Ich bin ja wirklich ein sehr positiver Mensch, der viel lacht und einfach das Leben genießt und gerne hat. Ich sag mal zu 90%. Aber die letzte Woche war wirklich sehr hart an der Grenze. Und ich bin auch froh, dass man es mit Gemeinsamkeit, also sowohl Freunde, die an einen gedacht haben, wie Familie, irgendwie geschafft haben, aus diesem extremen Tief ein bisschen hochzukommen, und ich glaube, dass der Rest einfach weiterkommt und weitergeht. Und ja, heute hatte ich dann einfach Lust, ein Video zu drehen und euch einfach die zwei letzten Bücherwochen zusammenzupacken. Denn die Bücher gerade aus der vorangegangenen Woche haben es absolut verdient, dass sie mit einer etwas gut gelaunteren Steffi im Grunde gezeigt werden. Und ja, ich hatte auch eine kleine Medimops-Bestellung, so ein bisschen Frustkauf würde ich jetzt dazu sagen. Dann gibt es eine kleine Ankündigung für ein gemeinsames Lesen Ende Mai, was ich schon mal erzählen möchte. Ich habe zwei neue Funko Pops und natürlich auf jeden Fall auch Bücher, die ich beendet habe, beziehungsweise auch ein abgebrochenes Buch. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal so ein bisschen da rein nach mit den Büchern. Am Ostersonntag, was jetzt ja zwei Wochen her ist, hatte ich mit der X-Reihe von Lena Karnau begonnen, was ja in der ersten Staffel vier Geschichten beinhaltet. Es beginnt, es breitet sich aus, es zerstört dich und es bringt den Tod. Und ich hatte mit dem ersten Teil begonnen, weil ja geplant war, am 25. April ein Hangout mit der lieben Lena zu machen, was ich ja dann leider verschoben habe. Ich denke mal, dass wir das Ende Mai auf jeden Fall auch nachholen werden, wenn alles so bleibt, wie es jetzt aktuell ist. Das werde ich mit Lena noch besprechen. Und es hat mich dann aber direkt gepackt, sodass ich mir die drei anderen Bände auch geholt habe und wirklich so fast in einen Schwupps gelesen habe und wirklich in der Woche alle vier Bücher inhaliert hatte. Zudem kam dann das neue Buch von Jackie Fellgut, Das Päckchen, heraus. Und ich habe es, glaube ich, so drei Tage vorher bekommen, als E-Book zugeschickt bekommen, und habe mich mega gefreut. Wir hatten uns schon in Leipzig über Das Päckchen unterhalten und ich finde das Cover einfach unglaublich niedlich und habe mich sehr gefreut, dass es jetzt da ist, dass es raus ist. Und sie hat auch eine Päckchenparty veranstaltet zur Veröffentlichung ihres Buches,
Und ja, das habe ich auch gelesen. Dann habe ich jetzt in der letzten Woche, wo es mir also nicht so gut ging und ich wirklich gemerkt habe, dass auch kein Buchlesen klappt, habe ich es mit einem Hörbuch probiert und habe tatsächlich Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas gelesen bzw. eben gehört. Ich hatte mir damals, wie es herausgekommen ist, das Hörbuch auf Audible gehört mit von einem Guthaben und das hat diese Woche unglaublich gut geklappt. Also beim Lesen selbst sind mir immer wieder die Gedanken weggeschweift und musste ich Sätze doppelt dreifach lesen. Beim Hören hatte ich wirklich das Gefühl, mein Kopf konzentriert sich drauf, ähnlich wie bei Musik, und nimmt das irgendwie besser mit. Und dementsprechend habe ich diese Woche sehr viel Hörbuch gehört und habe wirklich, ich glaube, die 18 Stunden, 17 Stunden jetzt in dieser Woche gehört, was ich wirklich toll fand. Also ja, und leider abgebrochen, ja, so sieht es auch jetzt noch genau aus, habe ich Drood von Dan Simmons. Da habe ich, ich glaube nach etwas über 500 Seiten von diesen fast 1000 Seiten, deswegen sind da auch noch ein paar Leseabschnitte drin, abgebrochen. Und ja, dazu möchte ich natürlich auch ein bisschen was erzählen, weil ich das wirklich unglaublich schade fand, aber natürlich alles der Reihe nach sozusagen. Auch habe ich natürlich dann noch ein bisschen Serie gesuchtet. Ich habe eine neue Serie entdeckt und ja, diese Deko verrät vielleicht schon, was es für eine Serie war. Und ja, sonst liegt auch noch ein bisschen Grimsch rum. Aber wir machen, ja, denke ich jetzt erstmal ein bisschen, ja, die Bücher. Und zwar die X-Reihe von Lena Karnau, Teil 1 bis 4. Und zwar hat Lena ihre Buchreihe in Staffeln aufgeteilt. Und Teil 1 bis 4 ist eben Staffel 1 einer Zombie-Apokalypse-Geschichte, würde ich es jetzt mal nennen. Und der fünfte Teil, der jetzt, also ich glaube, der aktuellste ist, demnächst kommt der sechste Teil, sind dann Staffel 2, die, glaube ich, 3 Jahre später spielen. Also das so zur Info. Und das hat eben 4 Bände mit, im August 2015 ging es los mit Es beginnt, Es breitet sich aus, kam im November 15, Es zerstört dich, kam im Mai 16 und Es bringt den Tod, kam im August 16. Alle E-Books, ich glaube, der erste Teil hat 1,99 gekostet, alle weiteren Teile 2,99 und sind auf Amazon erhältlich. Und die Seitenzahl variiert. Ich glaube, das dünnste Buch war der dritte Teil mit 180, der zweite Teil hat 2,11, der erste Teil 2,14 und der dritte Teil hatte dann 300, sodass man im Gesamten wirklich eine schöne, doch sehr ausführliche Geschichte hatte. Die Buchcovers sind von Laura Newman. So bin ich auf diese Geschichte aufmerksam geworden, weil mir die Cover unglaublich gut gefallen hat und ich hatte dann den ersten Band auf der Wunschliste, bin dann mit Lena ins Gespräch gekommen durch Elenas Rabe und ihre Blogtour, die sie im April gemacht hat und haben uns dann in Leipzig zu einem Treffen getroffen. Verabredet eher so, ne? Ja, haben eben auch bei diesem Treffen dann über das Hangout gesprochen und es tut mir wirklich leid, dass ich es verschieben musste, aber ich glaube, es versteht jeder, dass ich am Dienstag nicht brodelnd bei einem Hangout hätte irgendwas machen können. Deswegen, es kommt ein neuer Termin, ich vermute Ende Mai. Haltet da einfach die Augen offen. Auf Facebook und Instagram werden wir das auf jeden Fall ankündigen und auch in der Bücherwoche davor werde ich auf jeden Fall noch was erzählen. Das mit den Staffeln fand ich sehr interessant. Ich habe erst nicht gewusst, als ich den Klappentext dann zum fünften gelesen habe, was spielt da zusammen und habe dann hier eben die Erklärung von Lena bekommen, dass es so eine Open-End-Story im Grunde erstmal irgendwie wird und sie eben das jetzt in Staffeln packt. Und ja, um was geht es in der X-Reihe? Es geht jetzt in der ersten Staffel um Mila, ein 16-jähriges Mädchen, die in Kreuztal wohnt und da ein relativ normales Leben führt und halt auch relativ erwachsen-jugendlich unterwegs ist, wie ich fand. Und die mit ihren Eltern da in einem schönen Haus wohnt und auch zur Schule geht. Und eines Tages wird eine Fliegerbombe entdeckt in der Stadt. Doch ja, diese Fliegerbombe scheint doch etwas anderes zu sein. Denn es werden auf einmal alle Menschen herum in der Stadt krank. Es scheint erst ein Virus zu sein für eine Grippeinfektion. Doch die Menschen ja, sehen nicht so recht aus wie ja, Grippepatienten, denn ja, sie werden eben von diesem Virus befallen und verwandeln sich dann
zu untoten Zombies. Und ja, diese Zombies wollen nur eins, die wollen alle, die noch leben, im Grunde auffressen. Und ja, das klingt erstmal nach einer Story, wo man sich fragt, Steffi, wie kann dir das gefallen? Und genauso habe ich im Grunde auch geguckt. Ich fand ja die Addeb-Reihe von Laura Newman schon eine sehr, sehr gelungene Jugend, ja, Zombie-Story. Was mir halt bei Laura damals sehr gut gefallen hat, war dieser Roadtrip-Effekt, dass wir eben durch die USA gereist sind. Und so ist es im Grunde auch bei Lenas Buch, also nicht, dass das jetzt gleich ist mit diesem Roadtrip, aber dass Lena eben auch nicht den Fokus extrem auf diese Zombies gelegt hat, sondern eben auf die Menschen drumherum und eine wunderbare Drumherum-Story von diesen Menschen geschaffen hat, die eben nicht infiziert sind. Denn Mila hat natürlich Probleme, die wir alle auch mit 16 hätten. Natürlich würde ich heute mit über 30 sagen, Mädel, konzentriere dich auf das Wesentliche und es ist jetzt egal. Keine Ahnung, ob der Lippenstift gut aussieht oder nicht. Na, ich glaube, da hatte sie kein Problem, aber so theoretisch. Aber es hat mich einfach gepackt gehabt. Also ich habe den ersten Teil wirklich verschlungen, habe direkt am gleichen Abend noch Band 2 mir auf den E-Reader geholt und hatte dann auch so gedanklich gedacht, na, wenn dir jetzt der zweite gefällt, dann liest du die 4 jetzt so in einem weg. Habe alle anderen Bücher, die auf meinem Stapel liegen, ignoriert. Und so kam es dann, dass ich, glaube ich, direkt am Ostermontag mir Band 3 und 4 geholt habe und dann im Grunde auch dann jetzt wirklich beendet habe. Und ja, es war einfach großartig. Also ich mochte den sehr modernen, frechen, lockeren Stil von Lena unglaublich gerne. Es hat einen wirklich in den Bann gezogen. Es ist jetzt keine höhere Literatur, die muss es für mich aber auch gar nicht sein, sondern es ist wirklich eine tolle Geschichte mit wunderbaren Dialogen, mit tiefgründigen Charakteren, die sich wunderbar über diese 4 Teile hinweg entwickeln. Gerade Mila fand ich einen großartigen jugendlichen Charakter, die natürlich an mancher Stelle jugendlich war. Keine Frage, das ist, manchmal habe ich auch gedacht, Mädel, jetzt hier, reiß dich mal zusammen. Aber sie war in keinster Weise nervig und es war auch überhaupt nicht unrealistisch. Man hätte sich das wirklich gut vorstellen können, dass diese Story genauso passiert ist. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, die ich persönlich großartig fand, die ich euch jetzt natürlich nicht erzählen möchte, um zu spoilern, aber dass eben es eine Auflösung gibt, dass es Erklärungen gibt, dass es einfach eine Welt dahinter gibt und ich das einfach großartig fand, was sich Lena da ausgedacht hat. Und dann natürlich auch der Schluss, der so, wie ich das in Rezensionen gelesen habe, wo ein bisschen umstritten ist, ich den auch einfach toll fand. Also ich mochte diese ganze Reihe durchweg. Ich hatte es nicht erwartet. Ich hätte nie damit gerechnet, dass mich diese Geschichte so in den Bann zieht, fand es aber einfach großartig. Es ist eine tolle Geschichte, es sind tolle Charaktere und ich mag eben einfach auch diese Lockerheit, mit der Lena diese Zombie-Apokalypse ja im Grunde beschrieben hat. Also ich bin ja bei den Zombies, ist ja so mein Problem, dass ich mir das vorstellen kann. Also, dass auf dieser Erde irgendwas schief läuft, sei es ein Virus entfleucht aus irgendeinem Labor und wir alle irgendwie Zombies werden und ich mir das leider sehr bildlich vorstellen kann und das so mein persönlicher Horror ist. Und ich habe das als Jugendlicher sehr gefeiert und habe da sehr viele Filme geguckt, das war wohl mein Fehler. Und ich bin dann die ganze Zeit an keine Zombie-Geschichte mehr rangekommen. Und dann war wirklich so Laura Newmans Geschichte, Addeb, eben so eine der ersten, wo ich dachte, okay, ja, das ist da natürlich was. The Walking Dead zum Beispiel, es wäre mir definitiv viel zu blutig und wäre, glaube ich, gar nichts für mich, weil allein, also ich glaube, ich könnte keine Nacht mehr ruhig schlafen und das wäre, glaube ich, nichts für mich. Und ich habe hier auch so gedacht, okay, guckst dir mal den ersten Teil an, ob es dir zu viel ist. Das ist es aber nicht, dadurch, dass es natürlich ein bisschen jugendlicher ist und es eben nicht nur um die Zombies geht, um die Zombies selbst, wie es ja, glaube ich, auch bei The Walking Dead ist, sondern eben um die Menschen drumherum, die eben Probleme haben, die wir alle hätten, die eben versuchen zu überleben, die versuchen, eine Erlösung zu finden. Es gibt natürlich auch ganz, ganz tolle Nebencharaktere, die uns begleiten, unter anderem Dante, den ich wirklich großartig gezeichnet fand und ich wirklich ein Fan bin, ja, überhaupt dieser vielen Charaktere, die da aufeinander getroffen sind, manche da natürlich das nicht überlebt haben, andere dazu kamen und auch dieses Miteinander, wie die agiert sind. Es ist viel Spannendes passiert, Überraschungen passiert, es gab Wendungen, es gab Momente, das saß ich sprachlos von meinem E-Book-Reader und ich fand die Reihe wirklich großartig und Lena hat die ganz toll geschrieben. Ich finde wirklich einen tollen, erwachsenen
anderen Jugendroman geschrieben, den ich wirklich großartig fand und auch mit Anfang 30 wirklich toll finde. Und ich wirklich ein Fan des Stils bin, der Geschichte bin, der Charaktere bin. Und es wohl bei mir nicht lange dauern wird. Ich denke mal, zur Veröffentlichung des 6. Bandes wird dann wahrscheinlich Band 5 und 6 bei mir einziehen. Und ich werde dann einfach die Geschichte weiter genießen und bin sehr gespannt, was dann eben Jahre später sozusagen noch erzählt wird. Es sind dann wohl auch andere Charaktere dabei. Aber ja, ich fand es großartig, ich fand es spannend und habe mich über die Reihe wirklich sehr gefreut, dass ich sie entdeckt habe und auch gelesen habe. Dann ist eine ganz andere Art von Geschichte bei mir eingezogen. Von der lieben Jackie Fellgood ist das Päckchen erschienen. Und zwar am 21. April, kostet auch aktuell als E-Book, ich glaube, noch 1,99 ist noch der Aktionspreis und hat ca. 330 Seiten. Und es kam, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch eine Mail bei mir an mit dem Vorableseexemplar, ja, und ich habe mich mega, mega gefreut, habe mich im Grunde direkt Donnerstag dran gesetzt und habe es Donnerstag und Freitagmittag durchgesuchtet. Da habe ich dann auch tatsächlich die X-Reihe, ja, im Grunde die X-Reihe sein lassen und die musste dann diese Tage im Grunde abwarten und wurde dann erst nachträglich beendet. Ja, es musste eben einfach sein, ne? Also ich habe mich unglaublich auf das Päckchen gefreut und auch die ganze Geschichte. Es ist nicht nur ein wunderschönes Cover, wie ich finde, sondern auch wirklich die Story ist wirklich großartig. Es geht um die junge Emma. Sie arbeitet in einer Kinderbibliothek. Diese hat nach ihrem Urlaub einen Wasserschaden, ist geschlossen. Keiner in der Firma interessiert sich so recht dafür. Keiner will so richtig ein Statement dazu abgeben, was jetzt mit ihr wird. Und ja, im Grunde wird jetzt schon irgendwie eine andere Arbeit für sie gesucht, was sie aber nicht erfüllen wird. Denn Emma ist ein absoluter Bücherfan und sie ist Booktuberin und macht das mit Leidenschaft, mit sehr wenigen Zuschauern und ja, erfreut sich eigentlich ihres Daseins als Leser, als Bücherfan und eben auch als jemand, der Kindern das irgendwie nahe bringen kann. Und so erzählt sie eines Tages in einem Hangout eben so ihre Probleme, die sie da hat und ja, wie sie denn vielleicht irgendwie die Bibliothek retten kann. Und ja, da meldet sich Lukas und Lukas schickt ihr ein Päckchen und zwar das neueste Buch ihres absoluten Lieblingsautoren. Einmal für sie und sie soll auch die Möglichkeit haben, es zu verlosen. Und mit diesem ominösen Päckchen, das nicht das letzte sein wird, beginnt eine wunderbare, großartige Geschichte à la Jackie Fellgood. Ja, ihr wisst es natürlich schon, seit letztem Jahr im Sommer mit Hashtag Folge deinem Herzen hat mich Jackie absolut in ihrem Band. Ich habe einige ihrer Geschichten gelesen, habe zum Glück aber auch noch ein bisschen was auf dem Sub. Und sie hat ja im letzten Jahr diese Aktion 12 Bücher in 12 Monaten durchgezogen und hat wirklich jeden Monat konstant ein Buch erscheinen lassen. Und fand diese Aktion großartig. Ich fand das irre. Ich habe auch mit ihr im Hangout schon darüber gesprochen und natürlich auch auf der Buchmesse und wie sie das so durchzieht. Und ja, wir waren natürlich alle jetzt gespannt auf das Päckchen, an dem sie jetzt im Grunde das ganze Jahr schon gearbeitet hat. Und sie hat auch gesagt, Mensch, jetzt habe ich so viel Zeit und treffe ständig Entscheidungen, werfe die wieder um, die hatte ich früher nicht. Und ob das immer gut ist, hat sie auch dahingestellt. Aber ich finde, in das Päckchen hat sie alles richtig gemacht. Emma ist eine Protagonistin, die einen direkt nach 10 Seiten ans Herz wächst, die man lieb gewinnt, mit der man mitfiebert, mit der man sich mitfreut, mit der man gespannt auf das nächste Päckchen wartet, mit der man wunderbar einfach mitmacht und einfach ihre Geschichte liest. Und das Schöne ist, dass hier Jackie in diese Geschichte wieder alles gepackt hat, was sie gut kann. Denn es ist eine wunderbare Liebesgeschichte, es ist eine Lebensgeschichte und sie verbindet eben die Romanart, wie man das klassisch kennt, mit eben Dialogen, die stattfinden über das Handy, also über Nachrichten und ja, im Grunde auch wirklich dann noch diese Hangout-Arten. Sie dreht Unpacking, sie hat diese Booktuber-Welt mit hineinbezogen und das fand ich wirklich großartig. Ich meine, man ist es ja selbst, dementsprechend findet man es natürlich toll, wenn man sich irgendwie noch mehr im Grunde da wiedererkennt und das hat Jackie wirklich großartig gemacht. Es gibt so das eine oder andere, wo ich denke, ach Jackie,
ach, so ein bisschen anders, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Das Päckchen ist wirklich eine wunderbare, frühlingshafte Liebesgeschichte, die einem sehr zu Herzen geht und wo man einfach mit der Protagonistin mitfiebert und sich freut, wenn dann doch mal irgendwas gut geht, aber eben auch traurig ist, wenn nicht alles so läuft, und so ist es im Leben. Und das zeigt Jackie eben in einer wunderbaren Sprache auch auf. Ich finde, dass Jackie wirklich eine grandiose Sprache benutzt und uns einfach wirklich Gefühle übermittelt und die wirklich rüberbringen kann, die wirklich tief ins Herz gehen, die einen, ja, auch die Schmetterlinge in den Bauch bringen, und das macht sie wirklich großartig. Wenn das so ein bisschen flirty wird und wenn man so kurz vor der Auflösung steht und denkt, aber jetzt, und dann doch noch eine Wendung kommt, mit der man nicht rechnet, und es einfach, ja, auch dieses Agieren unserer beiden Emma und Lukas fand ich großartig gemacht. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht, dann eben auch mal die Perspektive zu wechseln. Und wirklich, das war ein Zusammenspiel an wunderbaren Erzählsträngen und Erzählstilen, und mir hat das großen Spaß gemacht. Es war wirklich ein Buch, was ich so in zwei Atemzüge gefühlt weggelesen habe, was einfach locker war, leicht war, frisch war, modern war und den Frühling gebracht hat, auch wenn es dann in der letzten Woche ja auch nochmal geschneit hat. Und ja, ich fand es einfach großartig. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ganz viel Beachtung verdient hat, was für mich wirklich auch in der Riege so ein bisschen mit Colleen Hoover hereinkommt und wo ich einfach so denke, das ist ja eine große amerikanische, glaube ich, Autorin, und Jackie aber durchaus wirklich das Potenzial hat, einfach auch so emotionsgeladene Geschichten mit Wendungen, mit denen man nicht unbedingt rechnet, einen als Leser zu überraschen. Und mir hat das wirklich großartig gefallen. Es gibt, wie gesagt, so das ein oder andere, wo ich gedacht habe, ach, zum Beispiel gibt es da so Worterfindungen, über die man so ein bisschen stolpert und sich denkt, ach, hätte man das nicht ein bisschen anders machen können? Oder es war so ein bisschen eine Booktuberin, die nach 2 Jahren 17 Abonnenten hat. Da guckt man natürlich als eigener Booktuber so ein bisschen drauf und denkt sich, ach naja, da hätte ich gern mal noch eine 0 dran gemacht oder irgendwie so, ne? Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, und das erwarte ich auch gar nicht, dass das Jackie alles so zu 100% vielleicht irgendwie ein Gefühl dafür hat, denn ne, es ist keine Frage, es ist eben einfach so die eigene Welt, aber das hat sie wirklich auch großartig gemacht. Also diese YouTube-Welt, diese Videos und diese Unpackings dieser Päckchen, in denen dann eben ja im Grunde auch so wieder die Verbindung bestanden hat, die wir eben auch kennen, fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube, dass die Geschichte natürlich nicht nur funktioniert, wenn man selbst Booktuber oder Blogger ist, sondern auch jeder Zuschauer sich einfach freut, der dieses Buch liest und einfach denkt, oh, ich kenne auch ein paar Booktuber, und das ist ja cool, dass das irgendwie so ist. Und ich fand das einfach toll, dass sie das als Hobby gemacht hat, unsere Emma, und war für mich eben so das i-Tüpfelchen sozusagen und hat für mich die Geschichte wirklich nochmal so etwas ganz Besonderes gemacht. Und ja, Jackie schafft es natürlich mit ihrem Stil einfach einzupacken, einzufesseln, einzubegeistern, und das Päckchen ergibt das wirklich für eine wunderbare, lockere, Eigenkreation, Frühlingsliebesgeschichte auf jeden Fall her, und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, und ich danke natürlich auch für die Zurverfügungstellung des Buches, die es ja, mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ein wunderbares Zitat möchte ich am Ende noch anführen, das ich mir herausgeschrieben habe, und es heißt: Und die Geschichten, bunte Farbtupfer im trüben Regengrau eines Alltags. Schön, oder? Ja, einfach schön. Das nächste Buch ist dann ein Buch, das ich leider abgebrochen habe. Und zwar ist das mein zweites Buch von Dan Simmons. Und zwar ist das Druid, welches erschienen ist im Oktober 2010 im Heine Verlag. Ich habe eine gebrauchte Ausgabe, ich glaube bei Rebuy günstig erstiegen, zusammen mit Terror. Und das Taschenbuch kostet, wenn man es neu kauft, 11 Euro. Es gibt kein E-Book, was viele in der gemeinsamen Leserunde doch gewundert hat, die kurzfristig mitlesen wollten und gemerkt haben, oh, ich bekomme das E-Book gar nicht her. Wir haben keine Erklärung gefunden, warum es das nicht gibt, weil es die anderen Bücher von Dan Simmons eben auch als E-Book gibt. Das englische E-Book gibt es aber für um die 3,50 Euro, was ich wirklich ein Schnäppchen finde. Wer sich also zutraut, so etwas in Englisch zu lesen, kann hier wirklich günstig zugreifen. Ich habe das Buch ja, nach 522 Seiten von 976, also etwas mehr als der Hälfte, abgebrochen. Ich
ärgere mich, glaube ich, am meisten darüber selbst, aber es war leider einfach nicht meine Story. Wir sind hier in London 1865 und erleben die letzten Jahre des großen Schriftstellers Charles Dickens durch die Augen von seinem besten Freund Wilkie Collins, ebenfalls Autor, der bekanntermaßen immer im Schatten seines guten Freunde stand. So ging es mir tatsächlich auch. Ich musste Wilkie Collins erstmal googeln, habe wirklich festgestellt, dass ich von dem so gar nichts gefühlt kenne und ich auch kein Buch irgendwie auf der Wunschliste habe oder auf dem Sub habe, was ja doch, also auf dem Sub hat man ja doch immer mal auch was, ne, Außergewöhnlicheres oder eben auch auf der Wunschliste, aber da nichts dabei war. Und Wilkie Collins erzählt uns eben aus seiner Sicht und er spricht uns als Leser auch wirklich an und sagt, hey du Leser in der Zukunft, bei uns war das so und so. Und das fand ich wirklich sehr großartig, wie er uns das erzählt hat. Und er erzählt uns eben die Geschichte von Charles Dickens, der bei einem Zugunglück auf Drude stößt. Und beide zu Beginn der Geschichte zumindest auf die Suche gehen nach Drude und dazu eben zum Beispiel auch in die Unterwelt von London gehen und in Opiumgräbern dann eben danach suchen. Denn Wilkie Collins ist selbst auch drogensüchtig, einfach durch die Schmerzen, die er hat. Und das merkt man der Geschichte leider auch so ein bisschen für mich zumindest an. Wir hatten ja im Januar Terror gelesen und haben dann eben gesagt, das nächste Buch wird Drude sein. Und das haben wir dann eben im April uns vorgenommen. Es wurde eben eingeteilt und ich hink an mancher Stelle leider ein bisschen hinterher. Hatte dann immer aber das Gefühl, wenn ich drei Abschnitte miteinander lese, so 150 Seiten, dass mich die Stimmung des Buches viel besser ergreifen kann. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum mich die Geschichte nicht so packen konnte, weil ich eben gar nicht so in die Stimmung des Buches fallen konnte, weil ja nach 50 Seiten immer wieder Schluss war. Und das finde ich sehr schade. Jetzt könnte man sagen, ja Steffi, dann hättest du doch einfach in deinem Tempo gelesen. Dann war es aber einfach schon zu spät, als diese Erkenntnis, wenn es denn eine ist, kam. Ich muss ehrlich sagen, mir war diese Geschichte zu düster. Sie war mir zu drogenlastig. Ich hatte auch das Gefühl, dass unser Erzähler, also Wilkie Collins, zu oft neben sich selbst stand und wir ständig in dunkler und ganz düstere Stimmung gelebt haben. Und mir persönlich das einfach zu dunkel und düster war und mich diese Geschichte überhaupt nicht rangezogen hat. Ich fand die ersten 300 Seiten wirklich spannend und da ist was passiert und man hat da Abgründe gesehen und wir haben Wilkie und Charles kennengelernt und ich fand ich wirklich großartig und dann kamen aber wirklich so 250 Seiten, mit denen ich nichts anfangen konnte, wo ich wirklich beim Lesen gemerkt habe, oh, ich werde ja hier ganz depressiv, wenn ich das lese und auch wenn man das nicht über, also naja, man wird nicht depressiv von einer schlechten Geschichte, aber die Stimmung, die bei mir so aufkam und das fand ich einfach, das war einfach nicht meins und ich habe dann einfach gesagt, nee, es nützt nichts, da weiterzulesen. Ich höre das einfach auf. Und ich finde, 522 von fast 1000 ist auf jeden Fall ein guter Versuch gewesen. Und es war kein vorzeitiger Abbruch, sondern ich habe wirklich jeden Leseabschnitt mit mir gehadert. Aber als ich eben nach 4 Leseabschnitten gedacht habe, oh, diese Geschichte, das ist einfach so schrecklich langweilig und es passiert nichts und es ist so düster und es deprimiert mich, habe ich dann einfach aufgegeben. Und ist, glaube ich, schon eine sehr atmosphärische Geschichte und ich mag tatsächlich, und das klingt total verrückt, den Stil von Dan Simmons, den er sich eigentlich hier bedient hat. Für meinen Geschmack ist er nur zu tief in die Abgründe gegangen, aber das ist einfach so mein Geschmack. Und ich konnte auch irgendwann nichts mehr mit dem drogenabhängigen Wilkie Collins anfangen. Und ich fand auch, dass Charles Dickens überhaupt kein sympathischer Charakter ist, was natürlich so sein sollte, aber ja, es war leider nicht meine Geschichte. Es tut mir auch wirklich selbst am meisten weh, weil ich unbedingt möchte, dass mir Dan Simmons immer wieder so gut gefällt wie bei Terror, eine Geschichte, die ich ja wirklich großartig fand. Und dementsprechend bin ich selbst, glaube ich, am meisten traurig darüber, dass mir diese Geschichte nicht so gefallen hat. Und da wir aber nach wie vor in Dan Simmons Lesestimmung sind und ich packe euch natürlich die Leserunden einfach mal in die Infobox. Also wir haben da eine Dan Simmons Facebook-Gruppe, in der wir eben Terror gelesen haben, jetzt Drude. Und wir nehmen uns für Ende Mai ein Buch vor von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Wie ihr seht, habe ich mich schon mal ins Einteilen gemacht.
Es wird auch jetzt in den nächsten Tagen, werde ich auf Facebook reinschreiben, dass wir Ende Mai starten werden. Und ja, diese Geschichte ist mir immer wieder begegnet, wie ich ein bisschen für die Terror recherchiert habe. Und dieses Buch hat mich dazu jetzt einfach gebracht, es zu kaufen und zu lesen. Und da es ja eine kleine Bindung gibt zu Terror, lesen wir es in der Dan Simmons Gruppe. Und es heißt hier: Über die Kunst der Langsamkeit, die den Rhythmus des Lebens Sinn gibt. Stan Nadolnys vielfach preisgekrönter Bestseller über den englischen Nordpolarfahrer John Franklin. Nadolny und sein John Franklin entdecken die Langsamkeit als menschenfreundliches Prinzip. Man könnte auch sagen, die Bedächtigkeit, den vorsichtigen Umgang mit sich selber und den Dingen. Und John Franklin ist ja der Kapitän der Terror gewesen, und so bin ich irgendwie über Recherchen immer wieder auf dieses Buch gestoßen. Es wird jetzt schon in der Gruppe gesagt, die das Buch kennen, dass man nicht Terrorgefühl hier drin erwarten kann. Das tue ich auch tatsächlich nicht. Aber das ist eben einfach meine Bindung, und ich finde das Buch unglaublich spannend, und es ist auch gar nicht so dick, sodass das gefühlt jeder so ein bisschen mitlesen kann. Es hat, glaube ich, keine 350 oder so 355 Seiten, und wir werden uns das so mit 40 bis 50, 55 Seiten einteilen, je nachdem, wie die Kapitel es hergeben. Und so ist es jetzt auch eingeteilt. Ich glaube, in 7 oder 8 Leseabschnitte habe ich es jetzt aufgeteilt. Und ich denke, dass wir da ganz gut hinkommen. Und jeder, der Lust hat, da mitzulesen, hat jetzt auch noch genügend Zeit, sich im Grunde das Buch zu besorgen und kann dann ab Ende Mai mitlesen. Und kommt einfach mal in die Gruppe. Da ist es dann auf jeden Fall zu finden. Und als letztes habe ich dann in dieser Woche ein Hörbuch gehört, da es mit dem Lesen gar nicht ging. Und zwar habe ich gehört das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Das Buch ist im Februar diesen Jahres im DTV Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 19 Euro, hat 480 Seiten. Und das Hörbuch habe ich über Audible mir im Grunde von einem Abo gegönnt und hat 17 Stunden Erzählzeit. Und hier war ich schon ein bisschen irritiert, wie nicht mal 500 Seiten tatsächlich 17 Stunden sein können. Das erschien mir doch ein bisschen viel. Wenn man aber dann die Produktion hört, hört man, dass zwischen manchen Kapitelabschnitten tatsächlich Musik ist. Relativ lange gefühlt Musik. Und ich muss sagen, ich als doch sehr ungeduldiger Mensch und in dieser Woche noch etwas ungeduldiger, fand das tatsächlich manchmal dann ein bisschen nervig. Also ich bin ja auch jemand, der Hörbücher gerne schneller hört. Und das ging mit der Stimme von Ann Vielhaben auch sehr, sehr gut. Also man konnte sie wunderbar auf 1,5, 1,75 hören, ohne dass es sich komisch angehört hat, sondern man konnte es noch gut aufnehmen. Aber das mit dieser Musik, das gibt bei mir beim Hörbuch auf jeden Fall einen Minuspunkt. Ganz anders aber natürlich zu der Geschichte, die ja unglaublich gehypt ist aktuell, die ja in aller Munde ist. Ich selbst bin allen möglichen Rezensionen in den letzten Wochen aus dem Weg gegangen, weil ich dieses Buch selbst lesen und hören wollte, und auch im englischsprachigen BookTube ist dieses Buch ja, ich glaube, das sind wir jetzt bald beim dritten Teil ja schon, ein absoluter, Sarah J. Maas sowieso, finde ich, viel gehypter als im deutschen Reich. Ich habe Throne of Glass, ihre vorangegangene Reihe, noch den ersten Band hier. Ich habe komischerweise irgendwie noch nicht hingegriffen. Ich habe mich noch nicht in den Bann von Sarah J. Maas ziehen lassen. Doch mit das Reich der 7 Höfe, da ging es jetzt gar nicht anders, als dass ich mich in den Bann ziehen lassen. Denn als großer High-Fantasy-Fan konnte ich mich der wunderbar erschaffenen Fantasy-Welt von Sarah J. Maas nicht entziehen. Wir haben hier zwar ein Jugend-High-Fantasy-Buch, aber definitiv schon für etwas ältere Jugendliche, wie dann eben auch mich. Und es ist eine Welt, die wunderbar gezeichnet ist. Es ist unglaublich, wie intensiv Sarah J. Maas diese Welt beschreibt und man wirklich bei ganz vielen Stellen das Gefühl hat, dass man in dieser Welt drin ist. Und aber worum geht's eigentlich in der Geschichte? Ich komme schon in Schwärmen, ne? Wir haben hier Feyre, ein junges Mädchen, das mit ihrer Familie in ärmlichen Verhältnissen lebt. Sie selbst ist mit Pfeil und Bogen sehr geschickt und ist da auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass es der Familie nicht an Nahrung fehlt, und sie verkauft auch ihre Beute und eine etwas merkwürdige Familie, wie ich finde. Der Vater selbst war früher mal ein reicher Kaufmann, bis er sich irgendwie verspekuliert hat.
hat, dann die Schuldeneintreiber auch kamen und ihn im Grunde ja die Beine kaputt gemacht haben und mit ihm, ja mit dem Bein ist im Grunde auch der Stolz gefühlt gebrochen und der nicht wirklich so ein starker Halt für seine Tochter ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Und sie selbst geht in dem Moment, wo wir im Grunde in der Geschichte ein bisschen einsteigen, auf die Jagd, denn wir sind hier ja auch in einer sehr fey-reichen Welt. Wir erfahren etwas über die Fays, über die höheren High-Fays und was es damit so auf sich hat. Und eines Tages ist sie eben unterwegs auf der Jagd, trifft, glaube ich, auf eine Hirschkuh und möchte diese ja im Grunde erjagen. Doch trifft sie dann auf einen sehr großen, düsteren, dunklen Wolf. Und da sie Angst hat, dass dieser ja im Grunde ihr Dorf überfällt, erschießt sie ihn und zieht ihm dann auch das Fell ab und verkauft das im Dorf dann an eine, war es denn, glaube ich, eine Söldnerin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, so kommt es eines Abends, es an der Tür klopft und ein noch viel hässlicheres Biest sozusagen vor ihr steht und ihr sagt, dass ja, sie eben seinen Freund, also oder Bruder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall hat sie einen Fey in Wolfsgestalt umgebracht und das darf man eben nicht. Das ist verboten, diese Grenzen zu überschreiten. Und so sagt ihr, entweder du musst hier an Ort und Stelle für ihn sterben oder sie muss mitgehen an seinen Hof, an den Frühlingshof. Und ja, sie entscheidet sich dafür, ihr Leben am Hofe des Biestes sozusagen zu leben. Und ja, was ihr da am Hofe von Tamlin, so heißt der Fae, ja, widerfährt, was es mit diesen ganzen Fays auf sich hat, mit diesen Grenzen und ob es wirklich Gut und Böse im klassischen Sinne gibt, ja, das muss man natürlich dann selbst herausfinden. Eine unglaublich packende Geschichte, die einen wirklich nicht loslässt, die mich wirklich mitgerissen hat und wirklich auch der Schreibstil von Sarah J. Maas, der märchenhaft poetisch ist, der wunderbar ausschweifend ist, wie es sich für mich für High Fantasy gehört. Sie übertreibt es natürlich nicht so, wie man es von der Erwachsenenliteratur vielleicht gewöhnt ist bei High Fantasy. Sie weiß, glaube ich, schon, wo die Grenzen für junge Leser sozusagen ist oder für junge erwachsene Leser ist. Und das macht sie wirklich großartig. Also für mich ist es wirklich ja eine Überraschung, dass mich dieses Buch so mitreißen konnte. Ich hätte nicht damit gerechnet. Die Liebesgeschichte ist für mich mal wieder so ein bisschen der ganz kleine Kritikpunkt, weil mir das immer alles viel zu schnell geht. Und man könnte auch meinen, das Mädel hat doch ganz andere Sorgen, als sich da jetzt irgendwie zu verlieben. Und aber scheinbar ist das eben einfach so. Das ist halt so dann doch der feine und kleine Unterschied zwischen der Erwachsenen-High-Fantasy und der Jugendbuch-Fantasy, dass halt da noch so eine Liebesgeschichte mitgesponnen werden muss, die für mich total unnötig war. Denn ich glaube, ich hätte ja das irgendwie ein bisschen anders sogar noch schöner gefunden. Aber das ist wirklich so ein Kritikpunkt, der aber mich nicht groß zum Augenrollen oder so gebracht hat, der mich aber halt immer mal so, wo ich so dachte, naja, musste das jetzt so sein. Ne? Aber dann ist der Moment auch wieder vorüber und man genießt diese wunderbare Sprache und die Bilder, die man im Kopf hat von Sarah J. Maas und das ist wirklich großartig geschrieben. Es ist wirklich eine tolle Autorin, die wirklich eine Welt erschaffen hat mit diesem Fae, mit diesen Jahreszeitenhöfen, mit diesen ganzen magischen Anteilen und ja, die ich großartig fand. Also mir hat es gibt gar kein anderes Wort, es ist wirklich ganz wunderbar erzählt und man hat wirklich, man steht in einem Wald und man hat wirklich das Gefühl, man ist in diesem Wald oder man sieht diesen Hof vor sich, man sieht diesen Fae vor sich und auch die Menschen, die darin eine Rolle spielen und es war wirklich großartig erzählt. Also wirklich ganz, ganz toll gemacht und hat mich wirklich in den Bann gezogen und das ja im Grunde ganze 17 Stunden. Gut, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe schneller gehört, dann waren es vielleicht nur 12 Stunden, aber ich fand es wirklich toll und ich mochte auch wirklich die Stimme, die mir diese Geschichte erzählt und es hat ja wirklich auch Lust auf mehr gemacht. Ob ich jetzt zum englischen zweiten Band greifen würde, weiß ich nicht. Das Ende jetzt des ersten Teils ist schon gemein geendet. Es ist unglaublich viel gefühlt in den letzten 3 Lesestunden passiert. Es überschlägt sich förmlich und ich bin total natürlich neugierig, wie es weitergeht. Ich selbst tue mir aber einfach schwer, wenn ich in der Sprache switche. Wenn ich den ersten Teil in Deutsch gelesen habe und in Englisch weitermache, geht es mir sehr oft so, dass ich mir schwer tue. Ich überlege tatsächlich so einen kurzen Moment, ob ich mir nicht das englische E-Book hole zum ersten Teil und das vielleicht lese und dann weiterlese. Aber
Vielleicht kann ich auch bis August warten. Ja, ich glaube, ich übe mich in Geduld und werde warten, um es dann eben auch einfach wieder in diesem Hörgenuss sozusagen ja, zu hören. Ich hoffe, man macht die Musik diesmal ein bisschen kürzer. Das fand ich tatsächlich ein bisschen... Die Idee auch mit diesen Jahreszeitenhöfen fand ich jetzt nicht ganz neuartig. Das gibt es ja sehr, sehr oft tatsächlich in High-Fantasy-Bereichen. Aber ich fand es toll umgesetzt und es hat wirklich Spaß gemacht, welche Rollen all diese Fae und Königen und High-Fays irgendwie, ja, im Grunde, was die für Rollen gespielt haben, wie die irgendwie, ja, miteinander verwoben waren und was eben unsere Protagonistin da zu tun hatte. Und ja, unsere Protagonistin erinnert mich tatsächlich so ein klein wenig in vielen Momenten an Katniss Everdeen, was ich jetzt persönlich gar nicht schlecht finde, dass sie ihr ähnelt, aber an mancher Stelle dachte ich, ach Mensch, die echte Katniss ist doch eine Spur cooler und besser und tiefer auch gezeichnet. Also das, ja, sind so meine zwei, glaube ich, Kritikpunkte, die Liebesgeschichte und auch ein bisschen der Charakter selbst, aber sonst hat mich die Geschichte wirklich überrascht, begeistert und auch wirklich die ganze Woche, ja, abgelenkt und mitgerissen und mir wirklich Spaß gemacht. Auch in Momenten, wo ich es nicht gedacht hätte, dass mir eine Geschichte Spaß machen kann, war diese Geschichte so ein bisschen ein Zufluchtsort. Und ich finde, das kann eben Bücher und High Fantasy eben durchaus auch sein. Und ja, eine großartige Geschichte, wo ich mich wirklich freue, dass es dann im August weitergeht. Und da ist hier sogar die Überlegung so ein bisschen tief in mir, dass das eins der Bücher wäre, die es absolut in meinem Bücherregal verdient hätten. Und ja, auch wenn das Cover im Deutschen nicht ganz so schön ist, vielleicht stellt man sich einfach das Englische ins Regal, um es dann ja, einfach als Seelenherzensbuch irgendwie ein bisschen da zu haben. Weil es war schon echt gut. Also kann man echt, ja, kann man gar nicht meckern. Ja, ansonsten habe ich mich diese Woche und oder auch die Woche vorher schon ja, mit einer neuen Serie beschäftigt und man sieht hier schon wunderbar im Hintergrund I'm Sherlock. Ich bin im absoluten Sherlock-Fieber und damit meine ich die BBC-Serie, die es auf Netflix gibt. Aktuell gibt es 3 Staffeln. Staffeln 1 und 2 haben 3 Folgen, Staffel 3 hat 4 Folgen und ich habe sie alle in diesen 2 Wochen mir angeguckt. Und auch wie es jetzt in dieser Woche nicht gut ging, habe ich mir immer mal wieder Sherlock angeschaut, besonders wenn ich dann halt nachts nicht so schlafen konnte und mit dem Handy kann man ja wunderbar Netflix anschauen und habe wirklich diesen genialen Detektiven absolut genossen. Und es ist wirklich eine Highlight-Serie für mich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich so ein alter Detektiv, der irgendwann, keine Ahnung, 1700 irgendwas geschrieben wurde oder 1800, dass mich das begeistern könnte. Mich konnten auch die Filme mit Robert Downey Jr. und Jude Law nie reizen. Was vielleicht daran liegt, dass ich beide Schauspieler jetzt nicht unbedingt so Fan-hype. Und ich immer dachte, ach nee, ich weiß, dass ich früher als Kind irgendwann mal diese Uralt-Detektiv-Folgen geguckt habe. Aber so als Kind, da guckt man halt, ne, mit der Familie oder so. Und ich da aber persönlich nichts mit anfangen kann. Ich bin ja auch nicht der klassische Krimi-Detektiv-Leser. Aber Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman als Dr. Watson, ich fand es großartig. Ich mochte diesen Humor, ich mochte diesen Detektiven Sherlock, der ja so ganz anders ist als jeder normale Mensch, der mega intelligent ist, der ein Wissen hat, was der alles im Kopf hat und sich selbst ja nicht als Psychopath beschreibt, sondern als Soziopath und ich tatsächlich das erstmal gegoogelt habe. Ich weiß nun, was ein Soziopath ist und ich finde, das macht ihn noch unglaublich sympathischer. Also ich finde diese Serie wirklich grandios produziert. Es ist wunderbare Detektivarbeit, die auf einem unglaublich hohen Niveau läuft. Da fallen Sätze, da muss man wirklich erstmal so innehalten, mit nachdenken und dann zurückspulen und denken, ach ja, genau, es hat echt Sinn gemacht. Und alles so Verstrickungen, Verirrungen sind, die sich dann eben immer mal auflösen. Es gibt ganz böse Cliffhanger am Ende der Staffel, wo man denkt, ach, zum Glück kann man schon mal weitergucken, außer jetzt bei Staffel 3. Da müssen wir tatsächlich bis, ich glaube, Pfingstsonntag warten, dann läuft Sherlock 4.1 in der ARD, glaube ich, läuft es. Ich weiß nicht, wann Netflix dann das im Grunde ausstrahlt, aber es läuft dann zumindest schon mal auf der ARD und es ist großartig. Und es ist so großartig, dass ich ja, mir Bücher bestellt habe und euch die auch in einem Unpacking zeigen werde am Dienstag.
Und da könnt ihr schon gespannt sein, was da so ein bisschen Sherlock-mäßiges bei mir eingezogen ist. Ich bin auf jeden Fall infiziert. Es ist eine Serie, die mich wirklich absolut begeistert hat. Und ich direkt überlege, ob ich sie jetzt nicht noch, ob ich sie jetzt nicht, es war meine Notizzettel, ob ich sie nicht direkt jetzt nochmal anschaue. Und ja, ich das einfach toll fand. Und ich einfach anfangs noch dachte, dieser Benedict Cumberbatch war mir so in anderen Filmen, zum Beispiel in Abbitte hat er mitgespielt, dachte ich mal, das ist schon so ein bisschen ein merkwürdiger Typ. Also auch wie er aussieht, ja, es kann ja keiner immer, ne? Also man kann ja nicht nur Schauspieler haben, die so klassische Schönheiten sind, das ist Benedict Cumberbatch tatsächlich nicht. Aber ab der zweiten Folge ist der perfekt. Also das ist unglaublich, wie sich, wo man im ersten Moment immer noch denkt, Mensch, was hat der für ein scharfkantiges Gesicht und warum ist der so blass und warum sehen die Haare so komisch aus und warum hat er so komische Augen? Und ab Folge 2 liebt man Benedict Cumberbatch. Und ich habe mir die Serie in Deutsch angeguckt und im Englischen hat er natürlich seine geniale Stimme, die man ja zum Beispiel auch aus dem Hobbit kennt. Er hat ja die Stimme von Smaug gegeben und auch alle andere Dinge, die er ja spricht. Ich habe von ihm auch irgendwann mal so ein Hörbuch gehabt, da hat er, glaube ich, Casanova gelesen. Und das gab es irgendwann mal bei Audible zu einem halben Gutschein, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich mal reingehört und habe es mir da auch dann geholt. Ich habe es nur dann nicht zu Ende gehört. Und ja, fand ich, ja, diese Stimme ist wirklich Hammer. Auch seine deutsche Stimme finde ich grandios. Und ich mag auch einfach Martin Freeman, den man ja auch aus dem Hobbit kennt, der ja den jungen Bilbo Beutlin gespielt hat. Und ich finde, die beiden, die agieren grandios. Und es ist ja auch ganz viel Familie in der Serie. Also Molly, die irgendwann später auftaucht, die dann eine Freundin von Watson ist, ist tatsächlich auch die Ehefrau von Martin Freeman. Dann tauchen irgendwann mal Eltern auf von Sherlock. Das sind auch, soweit ich jetzt weiß, auch seine echten Eltern. Und ich finde sowas grandios. Also das ist echt cool. Und diese Baker Street, also ich bin absoluter Fan, ich bin absolut begeistert. Ich habe die Woche sehr viel ja, in schlaflosen Nächten vor dem Handy verbracht und habe mich über Sherlock informiert, über den Autor informiert, über die Serie rumgegoogelt und ja, bin jetzt wirklich infiziert und I'm Sherlocked. Also ich weiß jetzt auch endlich, wie es dazu kam, dass alle Fans I'm Sherlocked sind und das war auch so ein grandioser Moment in der Serie, wo man denkt, so ist das passiert. Ja, ich bin echt, ja, ich bin verrückt und ich stehe dazu und ja, ich finde es echt toll, dass mich die Serie so packen konnte und begeistern konnte und mich so aus dem Tief auch ein bisschen herausgezogen hat und ja, mich wirklich auch zum Lachen gebracht hat, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass ich lache und ja, dieser Humor ist einfach sehr besonders, sehr speziell. Dann ist diese Woche bei mir eine kleine Bestellung eingegangen. Und zwar habe ich ja Funkos bestellt. Die Golden Girls habe ich ja vollständig. Und ich habe neben Harry Potter ja aus diesem Universum auch schon Fred und George, die einfach als erstes bei mir einziehen mussten. Und jetzt sind bei mir noch eingezogen Ron Weasley. Es ist, glaube ich, die zweite Serie, die es gibt. Das ist ja sein Kostüm, das er beim Feuerkelch sozusagen getragen hat. Dieser ganz hässliche ja, Partymantel. Und man sieht auch, die Haare sind schon ein bisschen länger. Das ist ja, das ist ja der vierte Teil. Und ja, dann auch noch Hermine Granger. Ich meine, die darf natürlich nicht fehlen. Sie ist im klassischen Hogwarts-Style sozusagen angezogen in der Schuluniform, wie auch mein Harry Potter hier angezogen ist. Also die passen jetzt im Grunde zusammen. Aber ich fand einfach den Ron hier irgendwie cooler, weswegen da nicht der Ron aus der Folge, also aus dem Buch 1 sozusagen eingezogen ist, sondern der mit diesem ja, irgendwie total niedlichen ja, Partyumhang, wenn man so möchte. Ja, finde ich sehr cool, sind bei mir eingezogen, dürfen mein Harry Potter Regal genießen, das ich ja auch umgeräumt habe, das, was ihr ja schon auf Instagram gesehen habt und ja, das habe ich diese Woche auch ein bisschen gemacht. Ich habe mein Harry Potter Regal komplett ja, umgebaut, habe die Funkos schön hingestellt und auch so das andere, was ich am Fandom habe, direkt neben Herr der Ringe. Und zwei Stock tiefer steht jetzt, ja, Game of Thrones, da ist noch nicht allzu viel passiert, aber zumindest schon mal so ein bisschen ein Bildchen. Und, ach, Sherlock, na, das ist so, ja, da kommen demnächst auch noch Bücher hin, die jetzt noch nicht da stehen, weil ihr die ja erst noch in einem Unpacking sehen werdet. Dann kam diese Woche eben auch eine kleine Medium-Ops-Bestellung bei mir an. Vorwiegend habe ich eigentlich DVDs gekauft.
die ich früher aus dem Fernsehen aufgenommen habe. Wir hatten früher einen DVD-Brenner und immer wenn da Filme liefen, die ich cool fand, habe ich die halt oft eben über diesen Brenner dann aufgenommen. Allerdings ist da die Qualität halt nicht wirklich so gut und man hat halt auch oft tatsächlich Werbung drin, wie es manchmal so ist, ne? Und ja, habe da eben einige DVDs nachgekauft, die ich denke jetzt aber nicht so spannend sind, sondern eher die Bücher. Denn zum einen habe ich mir von Stephen King die Kurzgeschichten Sunset bestellt, die Kingsköpfe ab Mai jetzt lesen werden, worauf ich mich sehr freue und bin sehr gespannt auf die Geschichten. Also geplant sind, glaube ich, immer 2-3 Geschichten pro Tag und ich denke, das lässt sich gut nebenbei lesen, zudem ich ja auch nächste Woche Urlaub habe. Und im Urlaub möchte ich auf jeden Fall ein bisschen was lesen und ich hoffe, dass es dann auch wieder klappt mit dem Lesen. Und Kurzgeschichten, finde ich, das geht halt gefühlt immer. Und das heißt hier so schön, wenn die Sonne untergeht, erwacht das Grauen. Was, wenn tödliche Horror über einen hereinbricht oder Besessenheit und Gelüste alle Vernunft besiegen? Wozu der vermeintlich normale Mensch fähig ist, wenn sein Leben plötzlich eine unerwartete Wendung nimmt, das zeigt Stephen King, wie nur er es kann. In 13 neuen unheimlichen Stories. Und hier unten heißt es, bei Stephen King werden selbst alltäglichste Ereignisse zu Albträumen. The New York Times. Ich bin mega gespannt und hoffe, dass es Stephen King schafft, mich, ja, es ist ja keine echte Leseflaute im klassischen Sinne, aber mich einfach aus meinem persönlichen Albtraum gerade auch herauszubringen und mich in andere Albträume hineinzubringen. Oh, klingt irgendwie gruselig, ne? Aber ich freue mich auf die Kurzgeschichten und dass ich bei den Kingsköpfen mitlesen kann. Dann habe ich mir von Wilkie Collins ein Buch bestellt. Ja, das ist der uns im Grunde Drood erzählt hat, wenn man so möchte. Und zwar die Frauenweiß in einer DTV-Ausgabe, die ich tatsächlich ganz schick fand. Ist natürlich schon ein bisschen älter, ist glaube ich aus Anfang der 90er. Dementsprechend sieht sie natürlich auch so ein bisschen gelblich aus. Aber ich persönlich habe damit kein Problem. Es war wirklich auch ein Schnapper. Und es heißt hier, die reizende Laura wird ahnungslos in ein mörderisches Komplott verstrickt. Doch wer ist die geheimnisvolle Frau in Weiß, die versucht, sie zu warnen? Der junge Zeichenlehrer Walter Hartwright wird aus Liebe zum rettenden Spurensucher. Collins kriminalistisches Meisterwerk um Intrigen, Verrat und tödliche Gefahren gilt als der erste Detektivroman der Weltliteratur. Der viktorianische Riesenkrimi voll von pittoresken Schurken, Nacht und Nebel, Friedhofsgeheimnissen und Seelenfolter weckt schönere Schauer als die meisten Mordfabeln der Gegenwart. Der Spiegel. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin jetzt ja nicht der große Krimi-Detektivleser, aber diese Geschichte hat mich sehr interessiert, schon wie ich nach Wilkie Collins im Grunde nachrecherchiert habe. Und ich dachte, weil mich jetzt Sherlock auch so, ja, begeistert hat, schafft es vielleicht auch diese Detektivgeschichte. Und mal gucken, vielleicht finden sich da ja auch wieder ein paar in der Dan Simmons Lesegruppe, die das Buch dann einfach mitlesen. Dann lässt sich der Wälzer ja, mit 650 Seiten auf jeden Fall auch ein bisschen leichter wieder lesen. Und das Buch ist ja auch schon relativ alt, also die Geschichte 1894, genau, ja. Ich habe im Grunde die Ausgabe von 200 Jahren später. Das ist schon irgendwie creepy, oder? Ja, aber ja, ist bei mir auch eingezogen. Und als letztes habe ich ein Buch sehr günstig entdeckt bei Medimops, das schon länger auf meiner Wunschliste steht. Und zwar The Bone Seasons, die Träumerin von Samantha Shannon. Ist irgendwann mal doch recht bekannt gewesen, hier auf BookTube umhergegangen. Und hier heißt es so schön, deine Gedanken sind frei, du nicht. Sie ist stark, sie ist schnell und sie kann etwas, was sonst niemand kann. In das Bewusstsein anderer eindringen. In einer Welt, in der Freiheit verachtet und Träume verboten sind, wächst die junge Paige zu einer Kämpferin heran. Doch dann wird sie erwischt und in eine geheime Stadt verschleppt, in der ein fremdes Volk herrscht, die Rephaim. Und wo sie Arctus trifft, den jungen Rephaim mit den goldenen Augen. Er ist das schönste und unheimlichste Wesen, das sie je gesehen hat. Seine Gedanken sind ihr ein Rätsel und ausgerechnet ihm soll Paige von nun an als Sklavin dienen. Unglaublich spannend, ich habe sehr viel Positives darüber gehört und auch das gab es zu gefühlt einem Schnäppchenpreis, also sonst hätte ich nicht zugegriffen. Und ja, ich finde ich einfach spannend, interessant und wie gesagt, es gab noch ein paar DVDs dazu und eben diese 3 Bücher und ich freue mich auf alle zu lesen. Ja, auch Arvel wurde bestellt, dazu gibt es wie gesagt am Dienstag ja, ein Unpacking, das ich schon gedreht habe, wie es die Bücher am Freitag angekommen sind und ja, es wird auf jeden Fall ja,
mit Videos ein bisschen weitergehen. Je nachdem, wie ich mich fühle, werde ich drehen. Und am Donnerstag wird es ein kleines Gewinnspiel geben zum Kinostart von 7 Minuten nach Mitternacht. Wenn euch da das Buch interessiert oder der Kinofilm, seid da einfach mit dabei, denn ich darf da ein bisschen was verlosen. Und freue mich dann selbst auf den Kinofilm, der ja, ich glaube auch direkt am Donnerstag startet. Und ich möchte jetzt am Wochenende auf jeden Fall gucken, dass ich ein bisschen in das Buch komme. Und ich hoffe, dass mich das dann auch begeistern und packen kann. Das soweit zu meinen 2 Wochen, die ganz anders waren, zumindest die letzte, als man es geplant hat. Und da merkt man mal, das Leben kann man nicht planen. Hätte mich jemand letzten Freitag um 19 Uhr gefragt, wie war deine Woche, hätte ich gesagt, sie war genial. Es war eine wunderbare Woche mit schönem Wetter, schönen Momenten und ja, mit ganz tollen Büchern, also X-Reihe, das Päckchen, das fand ich wirklich beides großartig. Mit Sherlock, wo ich angefangen habe. Und hätte man mich dann am Freitag eine Stunde später oder Samstag gefragt, hätte ich gesagt, so auch, ja, heute im Grunde das Fazit der letzten Woche. Und ja, manchmal kann man es aber nicht ändern, ne? Also man muss ja auch mal durch ein Tief durch und ich hoffe, dass wir da recht schnell durchkommen und ja, versuche mich einfach so ein bisschen mit YouTube, mit BookTube und mit Büchern, Filmen abzulenken und ja, man ist zum Glück nicht alleine auf der Welt und in diesen Momenten ist man froh, dass da ganz viele da draußen sind, die an einen denken, die einen lieb haben und ja, das hilft auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet mit meiner doch etwas längeren Bücherwoche jetzt, da ich das ja 2 Wochen beinhaltet hat, ein bisschen Spaß und ich konnte euch ein bisschen unterhalten, auch wenn ich nicht ganz so vielleicht bin wie sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das auf jeden Fall und ja, freut euch einfach auf die nächsten Videos und die nächsten Dinge, die da kommen werden, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende, einen schönen Feiertag am 1. Mai und einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.